In meinem heutigen Video stelle ich euch verschiedene Übungen vor, um Fettstoffwechsel optimal anzuregen. Das heißt, wir machen Kräftigungsübungen plus Ausdauerübungen in Kombination. Wie man die Übung kombiniert, ist euch überlassen. Ich zeige euch die verschiedensten Übungen vor. Wir machen insgesamt eine Trainingszeit oder eine Belastungszeit von 40 Sekunden. 20 Sekunden Pause wäre angebracht und dann kommt direkt die nächste Übung. Also so könnt ihr euch das Training gestalten. Alle Übungen zusammen, ungefähr Belastungsdauer 20 Minuten. Ja, 20 Minuten für eine Runde, für zwei Runden natürlich, dann 40 Minuten. Natürlich muss das Warm-up Cooldown mit einberechnet werden, aber wie gesagt, das ist wirklich alles sehr fix, sehr einfach gehalten. Kann jeder zu Hause nachmachen. Viel Spaß. Warm-up, das heißt, wir machen jetzt eine Hüftgelenksmobilisation. Das heißt, wir stellen uns ungefähr schulterbreit hin. Was wir machen, ist, dass wir das rechte Bein von außen nach innen ziehen und wieder nach außen, also eine Kreisbewegung. Das heißt, das machen wir abwechselnd. Einmal links, einmal rechts. Genau, das Ganze machen wir pro Bein 10 Mal. Wir fangen jetzt an. Das heißt, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Okay, wir gehen zu der nächsten Übung und zwar wir gehen zum Schultergelenksmobilisieren. Das heißt, den Oberkörper ein bisschen warm machen und genau, fangen wir an, mal von vorne nach hinten zu kreisen. Handinnenflächen zeigen nach oben und reverse, das heißt andersrum. Handinnenfläche zeigen nach oben. Genau. Atmen beibehalten, Nase einatmen und ausatmen. Sehr schön. Zu der nächsten Übung. Vom Stand her ein bisschen weit auseinander. Mehr als schulterbreit. Ich mache es ganz kurz vor. Das ist jetzt überwiegend für die Mobilisation von Rücken, also gerade Wirbelsäule. Und was wir machen ist hier nach vorne. Beine sind schön gestreckt und wechseln die Seite von links nach rechts. Deck ist zum Boden gerichtet. Genau. Davon machen wir jetzt auch 10 Wiederholungen. Sehr gut. Okay, in der ersten Übung werden wir die Beine trainieren plus den Core werden wir trainieren. Wir machen einen Lunge, das heißt Lunge linkes Bein, Lunge rechtes Bein plus darauf folgend ein Burpee. Wie das ausschaut, zeige ich euch jetzt. Wir machen jetzt mal 40 Sekunden Belastung, das heißt, wir machen jetzt mal 40 Sekunden Kombination zwischen Lunge und Burpee zusammen. Jetzt.
Okay, die nächste Übung, Kombination natürlich wieder, High Knees plus Shuffle, das heißt zwei High Knees mit Beinbewegung rechts und links plus darauf folgend eine Shuffle-Bewegung. Jetzt. Okay, die nächsten zwei Übungen, die wir kombinieren, einmal Liegestütz plus die Mountain Climber. Jetzt. Zunächst ganz normal Liegestützposition einnehmen. Hände auf Höhe von Schultern, etwas weit auseinandernehmen, Daumen zeigen zueinander. Rumstrecken, Bauch stabilisieren, Blick zur Matte. Push-up. Mountain Climber. Push-up, Mountain Climber. Ab jetzt. Okay, nächste Übung, Jumping Jacks. Jetzt. Okay, wir kommen zu der nächsten Übung und zwar, wir machen einmal den Plank Jump plus den Fallschirmspringer zu dem Plank Jump. Wir geben uns auf die Matte, in die Plank Bewegung, das heißt in die Position, Rumpf anspannen, Schultern fixieren, Blick zur Matte und den Jump einleiten, zack, nach außen, nach innen. Aufpassen, dass man hier nicht hinten durchhängt, schön stabilisieren. Genau, zweite Übung, den Fallschirmspringer, Beine strecken, Hände zur Stirn, Blick zur Matte und Kopf zieht zur Decke. In Kombination, das alles zusammen.
nächsten Übung machen wir Skater, das heißt, wir trainieren nochmal die Ausdauer. Schaut folgendermaßen aus, sehr einfach. Körperrotation, das heißt, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein auf die linke Seite. Blick zum Boden. Genau. Und jetzt zusammen. Okay, für die letzte Übung machen wir Crunches auf der Matte. Das heißt, Fußspitzen Richtung Decke gerichtet, Brustbein angehoben, Hände vom Oberkörper positionieren und jetzt zusammen und wie gesagt, der Kopf bleibt da, das heißt, zur Decke schauen, bloß nach vorne gucken, dass die Halswirbelsäule ordentlich arbeiten kann. Kontrolliertes Atmen.